Hey, willkommen zu einem neuen Video. Länder haben ihre Grenzen oft durch historische Vereinbarungen, Verträge und manchmal auch durch Kriege festgelegt. In vielen Fällen sind diese Grenzen das Ergebnis von Verhandlungen nach Konflikten oder kolonialen Teilungen. Diese Grenzen spiegeln jedoch nicht immer die ethnischen oder kulturellen Unterschiede in der Bevölkerung wider, was in manchen Gebieten zu Spannungen und Konflikten führt. Heute zeigen wir euch die 20 gefährlichsten Grenzen der Welt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Die Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador lässt sich in drei Teile unterteilen. Die Pazifikregion, das Rumichaca-Gebiet und das Sucumbíos-Gebiet. Die Pazifikregion ist jedoch die gefährlichste Region, die von Gewalt- und Drogenproblemen geplagt ist. Auch in der Sucumbíos-Region gibt es einige Probleme, die aber nicht so gravierend sind wie in der Pazifikregion. Trotzdem ist Vorsicht geboten, wenn du in dieser Region unterwegs bist. Die Region Rumichaca gilt als sicher und grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sind ausreichend. Es gibt nur zwei Straßen, die die beiden Länder verbinden, San Miguel in der Region Sucumbíos und Rumichaca in der Region Rumichaca. Der Grenzübergang an der Rumichaca-Brücke ist im Allgemeinen sicher, da auf beiden Seiten Polizisten anwesend sind. Es ist wichtig zu wissen, dass sich dort venezolanische Migranten aufhalten, was zu einem gewissen Gedränge führen kann. Das kann bei den Passkontrollen zu Wartezeiten von bis zu 2 Stunden führen. In der Region gibt es außerdem viele Gewaltverbrechen und Diebstähle, die sich vor allem gegen Taxis, Busse, Verkehrszentren und belebte Gebiete richten. In den nördlichen Regionen und der Stadt Guayaquil besteht ein hohes Risiko von Entführungen und Gewaltverbrechen. Die Gebiete an der Grenze zu Kolumbien und Peru sind besonders gefährlich und Diebstahl kann sogar als Taktik eingesetzt werden. Nummer 19. Die entmilitarisierte Zone DMZ in Korea ist als eine der gefährlichsten Grenzen der Welt bekannt. Dieser Streifenland erstreckt sich quer über die koreanische Halbinsel und dient als Pufferzone zwischen Nord- und Südamerika. Die DMZ verläuft parallel zum 38. Breitengrad im Norden, der in den Vereinigten Staaten die Vergangenheit der Grenze zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Verwaltungsgebiet und Korea nach dem Zweiten Weltkrieg bildete. Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist vollständig abgeriegelt, sodass es keinen direkten Durchgang zwischen den beiden Ländern gibt. Menschen, die von Nordkorea nach Südkorea reisen wollen, müssen zunächst ein Drittland wie China oder Russland durchqueren, um in das Land zu gelangen. Diese Pufferzone ist beeindruckend lang, etwa 250 Kilometer und ungefähr 4 Kilometer breit. Obwohl 1953 ein Waffenstillstand unterzeichnet wurde, um die Feindseligkeiten zu beenden, wurde nie ein Friedensabkommen geschlossen. Daher befinden sich die beiden Seiten seit über 6 Jahrzehnten im Kriegszustand. Obwohl es in der DMZ selbst nur wenig Militär gibt, ist das umliegende Land auf beiden Seiten dieses 4 Kilometer breiten Streifens schwer bewaffnet. Das verstärkt das Gefühl der Gefahr in diesem Gebiet. Nummer 18. Das Mittelmeer ist ein von Land umgebenes Meer in Südeuropa, Nordafrika und Westasien. Das Besondere an der Grenze der Europäischen Union zum Mittelmeer ist, dass sie hauptsächlich aus Wasser besteht und nicht aus physischen Mauern wie herkömmliche Grenzen. Die EU hat etwa 9000 Kilometer Landgrenzen, aber sage und schreibe 44.000 Kilometer Seegrenzen. Das ist deshalb so wichtig, weil jedes Jahr Tausende von Menschen versuchen, diese unsichtbaren Linien zu überqueren, um in die Länder auf der anderen Seite zu gelangen. Leider haben Zehntausende Menschen bei diesen Versuchen ihr Leben verloren. Seit 1993 sind etwa 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Allein im Jahr 2021 starben etwa 2.000 Menschen im Mittelmeer oder wurden vermisst. Ein Großteil der Gefahr geht auf die Bemühungen der EU und ihrer Grenzschutzagentur Frontex zurück. Es gibt Berichte über Pushbacks, bei denen Asylsuchende gezwungen werden, in Gummibooten zurückzukehren und in griechischen Rettungsflößen auf dem Meer zurückgelassen werden. Außerdem zeigen Forschungsberichte von Organisationen, dass die meisten Pushbacks mit gewalttätigem Verhalten von bewaffneten Grenzsoldaten einhergehen. Nummer 17. Die Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen war bis zum 7. Oktober 2023 auf der israelischen Seite eine undurchdringliche Barriere, bekannt als Eiserne Mauer. Der Grenzübergang Erez liegt im nördlichen Teil des Gazastreifens und ist das einzige Tor für Menschen und Waren von Israel nach Gaza. Der Grenzübergang Kerem Shalom ermöglicht nur den Warentransfer von Ägypten nach Gaza, da Israel den direkten Transport von Ägypten über die Grenze zwischen Ägypten und Gaza verbietet. Der Zaun entlang der Grenze wurde 1994 von Israel als Sicherheitsbarriere errichtet und seitdem mehrfach modernisiert.
Im Dezember 2021 wurde eine umfangreiche Modernisierung durchgeführt, bei der Radarsysteme, maritime Sensoren und ein unterirdisches Netzwerk zum Aufspüren von militanten Tunneln eingebaut wurden. Der bestehende Zaun wurde durch einen 6 Meter hohen intelligenten Zaun mit Sensoren und Kameras ersetzt, um die Überwachung zu verbessern. Die Situation an dieser Grenze ist sehr komplex und führt seit vielen Jahren zu Spannungen und Konflikten zwischen Israel und dem Gazastreifen. Nummer 16. Die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, die sich über rund 3110 Kilometer vom Pazifik bis zur Südspitze von Texas erstreckt, ist als eine der gefährlichsten Grenzen der Welt bekannt. Außerdem ist diese Grenze die am stärksten befahrene Grenze der Welt und verzeichnet jedes Jahr einen gewaltigen Zustrom von Menschen und Waren. Mehr als 300 Millionen Menschen, etwa 90 Millionen Autos und 4,3 Millionen Lastwagen überqueren jährlich die Südgrenze. Um unerlaubte Grenzübertritte zu verhindern, sind rund 1126 Kilometer der Grenze mit Zäunen gesichert. Vor allem das Gebiet zwischen San Diego und Tijuana in Mexiko ist mit einem hohen Doppelzaun versehen, um illegale Zugriffe zu verhindern. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie bemüht sich die US Border Patrol um eine effektive Überwachung und Sicherung der Grenze. Sie setzt eine Reihe von hochentwickelten Überwachungsinstrumenten ein, darunter Kameras mit Bewegungssensoren, Drohnen und Fesselballons, die hoch über der Grenze schweben. Der Fluss, der Texas und Mexiko trennt, heißt auf der amerikanischen Seite Rio Grande, während er auf der anderen Seite als El Rio Bravo bekannt ist, was der wütende Fluss bedeutet. Jährlich ertrinken dort zahlreiche Menschen, im Durchschnitt kommt jeden Tag ein Mensch ums Leben. Allein im Jahr 2021 kamen über 800 Migranten an der Grenze ums Leben, wobei Ertrinken einen großen Teil dieser Todeswelle ausmachte. Außerdem starben viele an der extremen Hitze in den abgelegenen Grenzgebieten oder in der erstickenden Enge der Lastwagen. Nummer 15. Nach einem langen und verheerenden Bürgerkrieg, der über 2 Millionen Menschenleben forderte, erlangte der Südsudan am 9. Juli 2011 seine Unabhängigkeit vom Sudan. Die Konflikte im Sudan treiben jedoch weiterhin Menschen dazu, im Südsudan Zuflucht zu suchen, insbesondere am Grenzübergang Yoda im Bundesstaat Upper Nile. Infolgedessen hat sich die humanitäre Lage verschlechtert und das Transitzentrum in der Grenzstadt Renk ist zunehmend überfüllt. Das Gebiet Abyei, das für seine reichen Ölvorkommen bekannt ist, liegt an der Grenze zwischen dem Sudan und dem Südsudan, was zu widersprüchlichen Gebietsansprüchen auf beiden Seiten führt. Im Juni 2011, nur wenige Wochen vor der Unabhängigkeit des Südsudan, genehmigte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Entsendung einer Friedenstruppe in die Region. Dennoch halten die Spannungen an und die Situation ist in letzter Sekunde eskaliert. Nummer 14. Stell dir vor, es gibt einen Ort, an dem zwei große Länder, China und Indien, nahe beieinander liegen, aber sie können sich nicht einigen, wo genau ihre Grenze verläuft. Diese Grenze erstreckt sich über 3440 Meter und verläuft durch zerklüftetes Gelände mit Flüssen, Seen und Schnee. Aufgrund des wechselnden Terrains treffen Soldaten beider Länder oft aufeinander, was zu Scharmützeln führen kann. Besonders angespannt wurde die Situation, als Indien eine neue Straße zu einem wichtigen Luftwaffenstützpunkt baute. Dies führte im Jahr 2020 zu einem Zusammenstoß zwischen indischen und chinesischen Soldaten. Im September 2021 beschuldigten sich beide Länder sogar gegenseitig, Schüsse abgefeuert zu haben, etwas, das seit 45 Jahren nicht mehr vorgekommen war. 1996 hatten sie sich darauf geeinigt, an der Grenze keine Schusswaffen und Sprengstoffe zu verwenden, also war dies sehr ernst. Im Jahr 2020 starben 20 indische Soldaten und mindestens 4 chinesische Soldaten bei einem Zusammenstoß im Galwan-Tal und etwas Ähnliches passierte 2022. Daher ist diese Grenze sehr gefährlich und angespannt, mit vielen Truppen auf beiden Seiten. Nummer 13. Stell dir vor, du lebst in einem Land voller Menschen, die wegen Krieg und Gefahr aus ihrem eigenen Land geflohen sind. Die Türkei ist ein solches Land und beherbergt bis zu 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Die Grenze zwischen der Türkei und Syrien ist ungefähr 909 Kilometer lang. Sie verläuft von der Westküste entlang des Mittelmeers bis in den Osten, wo sie an den Irak grenzt. Auf dem Weg dorthin überquert sie wichtige Flüsse wie den Euphrat und den Tigris. Leider gibt es immer wieder beunruhigende Berichte darüber, was an dieser Grenze passiert. Türkische Grenzbeamte werden beschuldigt, wahllos auf syrische Menschen zu schießen, die versuchen, die Grenzen zu überqueren. Außerdem werden sie beschuldigt, Asylsuchende und Migranten zu foltern und übermäßig viel Gewalt anzuwenden. Es ist wirklich traurig zu hören, dass manche Menschen so behandelt werden, obwohl sie Hilfe brauchen. Wie du schon gehört hast, ist die Grenze sehr gefährlich und besorgniserregend und jedes Jahr leiden viele Menschen darunter. Nummer 12.
Zwei benachbarte Länder in Afrika, Eritrea und Äthiopien, streiten seit Jahren darüber, wo genau ihre Grenze verläuft. Dieser Konflikt zwischen den beiden Ländern dauerte ganze 20 Jahre, von 1998 bis 2018. In dieser Zeit gab es viele gewaltsame Zusammenstöße und Probleme zwischen den beiden Ländern. Es begann mit einem Krieg zwischen 1898 und 2000 und auch später gab es immer wieder Scharmützel, wie zum Beispiel im Jahr 2016. Auch nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens im Jahr 2000 standen sich die beiden Länder weiterhin feindlich gegenüber. In all diesen Jahren verloren zehntausende Menschen ihr Leben und viele weitere wurden verletzt. 2018 beschloss Äthiopien, eine Stadt namens Batme an Eritrea zurückzugeben. Aber auch nach diesem Abkommen sind die Armeen beider Länder weiterhin bereit, sich zu bekämpfen. Es ist verrückt zu denken, dass all das wegen eines Stücks Land namens Batme passiert ist, das laut Experten nicht einmal so viele wertvolle Ressourcen hat. Nummer 11. Stell dir vor, es gibt eine imaginäre Linie, die zwei Länder trennt, in diesem Fall Afghanistan und Pakistan. Diese imaginäre Linie heißt Durand-Linie und erstreckt sich über eine Länge von 2670 Kilometern. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Diese Linie wurde vor über 100 Jahren gezogen, als Pakistan noch zu Indien gehörte und unter der Kontrolle des Vereinigten Königreichs stand. Schon damals stritten sich die dort lebenden Menschen, die Punjabis und die Pashtunen, darum, wer welches Stück Land bekommt. Und dieser Streit dauert bis heute an. Entlang dieser imaginären Linie, der Durand-Linie, kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen wie den Taliban, der afghanischen Regierung, der pakistanischen Regierung und sogar ausländischen Truppen, wie denen aus den Vereinigten Staaten. Fast jeden Tag gibt es Bombenanschläge, Luftangriffe und Kämpfe, was den Ort zu einem wirklich gefährlichen macht. Nummer 10. Im Fall von Armenien und Aserbaidschan gibt es auch eine imaginäre Linie, die die beiden Länder trennt. Diese imaginäre Linie ist etwa 996 bis 1700 Kilometer lang. Aber es ist so, diese imaginäre Linie hat zu einer langen Geschichte von Konflikten und Kämpfen zwischen den beiden Ländern geführt. Alles begann, nachdem sich die Sowjetunion aufgelöst hatte und Armenien und Aserbaidschan unabhängig geworden waren. Es gab eine Region namens Nagorno-Karabach, die beide Länder kontrollieren wollten, was zu einem großen Krieg mit vielen Toten und Verletzten führte. 1993 hatte Armenien die Kontrolle über Bergkarabach und eroberte 20% des aserbaidschanischen Territoriums. Doch im Jahr 2020 brachen entlang dieser imaginären Linie erneut schwere Kämpfe aus, die Tausende von Toten und Verletzten forderten. Die Situation ist so gefährlich, dass sie Aserbaidschans Öl- und Gasexporte unterbrechen könnte und andere Länder sind daran beteiligt. Nummer 9. Die Grenze zwischen Tschad und Niger entstand während des Scramble for Africa Ende des 19. Jahrhunderts. Die Grenze erstreckt sich über rund 1196 Kilometer vom Dreipunkt mit Libyen im Norden bis zum Dreipunkt mit Nigeria im Süden. Die Grenze ist durch überwiegend gerade Linien gekennzeichnet, wobei der nördliche Teil am Tibesti-Gebirge in der Nähe des libyschen Dreipunkts beginnt und sich nach Südosten erstreckt. Ursprünglich trennte die Grenze nicht nur Tschad und Niger, sondern auch die größeren Gebiete Französisch-Westafrika und Französisch-Äquatorialafrika. Die Grenze zwischen Tschad und Niger liegt in der Sahara und erstreckt sich über eine Länge von etwa 1175 Kilometern. Amerika rät davon ab, in die Grenzgebiete Nigers zu reisen, insbesondere in das Grenzgebiet zu Mali, in die Region Defar und an den Tschadsee. Extremistische Gruppen aus Mali haben die Grenze überquert und tödliche Angriffe auf nigrische Sicherheitskräfte verübt. An der Grenze zwischen Niger und Tschad lebt auch eine der tödlichsten Terrorgruppen der Welt, Boko Haram. Um diesen Aufstand zu bekämpfen, hat der Tschad 2000 Soldaten in die Grenzstadt Bosso auf der nigrischen Seite entsandt. Aufgrund der Gewalt in diesem Gebiet sind mehr als 17.000 Menschen vertrieben worden. Seit der Ankunft der Truppen haben 32 Soldaten und 55 Terroristen ihr Leben verloren. Nummer 8. Die grüne Linie Zyperns ist de facto Grenze, die die Insel Zypern in zwei Teile teilt. Den griechisch-zyprischen Süden und den türkisch-zyprischen Norden. Sie verläuft auf einer Länge von etwa 180 Kilometern quer durch die Hauptstadt Nikosia und ist damit die einzige geteilte Hauptstadt der Welt. Die grüne Linie wurde ursprünglich 1963 nach Gewalt zwischen den griechischen und türkischen Gemeinschaften auf der Insel eingerichtet. Die Situation eskalierte jedoch weiter, als die Türkei 1974 als Reaktion auf einen griechischen Putsch in den nördlichen Teil der Insel einmarschierte. Dies führte zur Einrichtung einer Pufferzone unter der Aufsicht der Vereinten Nationen, der sogenannten UN-Pufferzone auf Zypern, die noch heute besteht.
Die grüne Linie gilt aufgrund von Landminen und nicht explodierten Sprengkörpern als gefährlich. Außerdem bleibt die politische Lage trotz verschiedener Versuche von Friedensverhandlungen angespannt. Das Gebiet rund um die grüne Linie ist nach wie vor stark militarisiert und die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zwischen dem Norden und dem Süden tragen zu einer anhaltenden Spaltung und einem Mangel an Vertrauen zwischen den beiden Gemeinschaften bei. Nummer 7. Die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko ist eine Trennlinie zwischen den beiden Ländern und erstreckt sich über rund 871 Kilometer. Sie durchquert Teile Guatemalas und die mexikanischen Bundesstaaten Campeche, Tabasco und Chiapas. Diese Grenze ist mit Problemen wie Waffenhandel und Gewalt im Zusammenhang mit Migranten konfrontiert. Ein besorgniserregendes Problem an dieser Grenze ist, dass die mexikanischen Drogenkartelle häufig militärische Waffen aus zentralamerikanischen Beständen erwerben. Diese Waffen reichen von Raketenwerfern und Handgranaten bis hin zu Plastiksprengstoff und Granatwerfern. Manchmal werden sie auch aus Munitionslagern der mittelamerikanischen Länder gestohlen. Noch gefährlicher ist die Gewalt, die von Migranten ausgeht, die versuchen, die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko zu überqueren. Viele Menschen aus Mittelamerika machen sich auf die gefährliche Reise in die Vereinigten Staaten und nutzen diese Grenze als Zwischenstopp. Während ihrer Reise werden sie jedoch oft von kriminellen Banden überfallen, ausgeraubt und entführt. Einige Migranten werden sogar von Polizisten und Einwanderungsbeamten erpresst und misshandelt. Leider verlieren einige Migranten ihr Leben, noch bevor sie die Stadt Saltillo in Mexiko erreichen. Die Reise ist voller Risiken und Herausforderungen und es ist ein Problem, das Aufmerksamkeit verdient, um die Reise für Menschen, die hier ein besseres Leben suchen, sicherer zu machen. Nummer 6. Die Grenze zwischen Jemen und Saudi-Arabien erstreckt sich über 1307 Kilometer vom Roten Meer im Westen bis zu dem Punkt, an dem die Grenzen von Jemen, Saudi-Arabien und Oman im Osten zusammenlaufen. In diesem Gebiet gibt es seit langem Grenzstreitigkeiten und ernsthafte Menschenrechtsprobleme. Obwohl 1934 ein Vertrag zur Festlegung einer gemeinsamen Grenze und zur Beendigung eines gewaltsamen Krieges zwischen Saudi-Arabien und Jemen unterzeichnet wurde, konnte der Grenzstreit nie vollständig beigelegt werden. Entlang der Grenze gibt es ernsthafte Menschenrechtsprobleme, insbesondere in Bezug auf Migranten und Asylsuchende. Die saudischen Grenzschutzbeamten haben Berichte über Gewalt gegen äthiopische Migranten und Asylsuchende erhalten, die versuchen, die Grenze zu überqueren. Diese Gewalt hat zum Tod von Hunderten von Menschen geführt und einige Migranten, die in den Jemen zurückkehren, wurden sogar von Sprengkörpern getroffen, die von saudischen Grenzschützern eingesetzt wurden. Das Grenzgebiet ist auch in den anhaltenden Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen verwickelt, der zu einem offenen Krieg zwischen den beiden Ländern führt. Es ist ein komplexes und beunruhigendes Problem, das leider weiterhin besteht und für das keine einfache Lösung in Sicht ist. Nummer 5. Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan begann nach der Teilung von Britisch-Indien im Jahr 1947, als Pakistan eine Nation für Muslime und Indien für Hindus wurde. Die sogenannte Line of Control ist eine imaginäre Linie, die die militärischen Grenzen zwischen den von Indien und Pakistan kontrollierten Teilen des ehemaligen Staates Jammu und Kaschmir markiert. Obwohl sie offiziell nicht als internationale Grenze anerkannt ist, funktioniert sie praktisch wie eine solche. Das Gebiet ist hochsensibel und wird häufig von Spannungen und der Sorge um einen möglichen großen Krieg zwischen Indien und Pakistan heimgesucht. Ein wichtiger Aspekt des Konflikts dreht sich um das umstrittene Gebiet Kaschmir, das von beiden Ländern beansprucht wird. Im Jahr 2019 ergriff Indien drastische Maßnahmen, indem es zusätzliche Truppen stationierte, das Internet abschaltete und Tausende von Menschen im indisch verwalteten Kaschmir festnahm. In der Grenzregion, die als Line of Control bekannt ist, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gewalttätigen Zwischenfällen, wie Schießereien und Anschlägen. Dieser Konflikt erreichte im Jahr 2020 seinen Höhepunkt mit Tausenden von Berichten über Schießereien entlang der Grenze. Nummer 4. Die Suwalki-Lücke, auch bekannt als Suwalki-Korridor, ist ein Gebiet in Europa, das aufgrund seiner strategischen Lage eine wichtige Rolle spielt. Er liegt im Südwesten von Litauen und Polen zwischen Weißrussland und der russischen Enklave Kaliningrad-Oblast. Dieses schmale Gebiet ist von entscheidender Bedeutung, seit Polen und die baltischen Staaten der NATO beigetreten sind, einer Organisation von Ländern, die sich gegenseitig unterstützen, wenn sie angegriffen werden. Es wurden jedoch Bedenken geäußert, dass die Suwalki-Lücke zu einer potenziellen Konfliktzone werden könnte, wenn es zu Spannungen zwischen Russland und der NATO kommt. Das Gebiet trennt Kaliningrad von Weißrussland, das enge Beziehungen zu Russland unterhält. Im Sommer 2022 verhängten Litauen und die Europäische Union Reisebeschränkungen für russische Fahrzeuge in diesem Gebiet. Es gibt auch Bedenken wegen der Präsenz russischer Söldner in diesem strategischen Gebiet.
Sollte Russland die Kontrolle über dieses Gebiet erlangen, könnte es Litauen und die anderen baltischen Staaten von ihren NATO-Verbündeten isolieren. Außerdem haben Migranten aus anderen Teilen der Welt kürzlich die Grenzen von Polen, Litauen und Lettland erreicht. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben dies dem weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko zugeschrieben, der Verbindungen zu Russland hat, und ihn beschuldigt, die Migrationsrouten absichtlich als eine Form der hybriden Kriegsführung zu öffnen, um Unruhe in ganz Europa zu stiften. Nummer 3. Die Grenze zwischen China und Nordkorea erstreckt sich von der koreanischen Bucht im Westen bis zu einem Punkt, an dem die Grenzen Chinas, Nordkoreas und Russlands im Osten zusammenlaufen. Diese Grenze ist etwa 1352 Kilometer lang, fast so lang wie 13.520 Fußballfelder aneinandergereiht. Diese Grenze ist seit langem ein wichtiges Gebiet, das Nordkorea mit China verbindet. Im Jahr 2020 ergriff Nordkorea jedoch angesichts eines weltweiten Seuchenausbruchs zusätzliche Maßnahmen. Sie wollten nicht, dass Menschen die Grenze überqueren, und nahmen Änderungen vor, um dies zu verhindern. Sie bauten neue Zäune und Mauern entlang der Grenze und sorgten dafür, dass niemand ohne Erlaubnis die Grenze verlassen konnte. Das bedeutete, dass Menschen, die fliehen oder Waren schmuggeln wollten, auf viel größere Schwierigkeiten stießen. Nordkorea wollte auch verhindern, dass Informationen und Waren von außerhalb des Landes ins Land gelangen. Deshalb wurde die Grenze fast vollständig abgeriegelt und jeder, der sich ihr zu sehr näherte, wurde ohne Vorwarnung erschossen. Das machte es für die Menschen in Nordkorea sehr schwierig, das Land zu verlassen oder Hilfe von außen zu erhalten. Infolgedessen ging die Zahl der Menschen, die im Jahr 2020 nach Südkorea flüchteten, im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurück. Nummer 2. Die Grenze zwischen dem Iran und dem Irak ist eine lange Linie, die sich über 1599 Kilometer erstreckt. Sie verläuft vom Norden, wo sie an die Türkei grenzt, bis in den Süden, wo sie auf den Persischen Golf trifft. Du denkst vielleicht, dass Grenzen dazu da sind, Länder zu trennen, aber manchmal können sie auch Probleme verursachen. Ein Teil des Problems besteht darin, dass sich einige Länder immer noch nicht einig sind, wo genau die Grenze verlaufen soll. Im Fall des Irans und des Iraks gibt es zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten darüber, wer welchen Teil einer wichtigen Wasserstraße, dem Shatt al-Arab, nutzen darf. Im Jahr 2023 erfuhren wir, dass der Irak zusätzliche Maßnahmen zum Schutz seiner Grenze ergriffen hat, vor allem auf der Seite, die an den Iran grenzt. Sie haben über 100 Türme gebaut, um das Geschehen genau zu überwachen. Der Iran vermutet, dass einige Gruppen, die gegen ihn kämpfen, den Irak als Basis für Angriffe nutzen. Es gibt aber auch Leute, die glauben, dass diese Gruppen sich für die Rechte einer bestimmten Gruppe von Menschen im Iran einsetzen. Egal, auf welcher Seite du stehst, es ist klar, dass diese Grenze manchmal Probleme bereitet und die Länder hart daran arbeiten, ihre Seite der Geschichte zu schützen. Nummer 1. Die Grenze zwischen Russland und der Ukraine ist die legale internationale Grenze zwischen den beiden Ländern. Auf dem Land erstreckt sich die Grenze über 5 russische Oblaste und 5 ukrainische Oblaste. Im Jahr 2003 unterzeichneten Russland und die Ukraine ein Abkommen zur Festlegung ihrer 2000 Kilometer langen internationalen Grenze. Und 2010 einigten sich die beiden Staaten auf den Prozess der bilateralen Demarkationsbemühungen. Anfang 2014 begannen die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland jedoch zu eskalieren, was zu einer Verschlechterung der Beziehungen führte. Ende 2021 begann Russland mit der Aufstockung des Militärs entlang der gesamten Grenze zur Ukraine. Dies gipfelte in der Invasion der Ukraine durch russische Streitkräfte im Februar 2022. Infolgedessen bleibt ein 410 Kilometer langer Abschnitt der ukrainisch-russischen Staatsgrenze im Osten außerhalb der Kontrolle der ukrainischen Regierung. Russland liefert weiterhin Waffen, Munition und Treibstoff über den unkontrollierten Teil der ukrainisch-russischen Staatsgrenze in das besetzte Gebiet. Mit diesen Lieferungen sollen sowohl die regulären Truppen im Donbass als auch die von Russland unterstützten illegalen bewaffneten Formationen gestärkt werden. Der unkontrollierte Teil der ukrainisch-russischen Grenze dient als Einfallstor für russische reguläre Truppen und Söldner aus Russland in den Donbass. Welches ist das gefährlichste Land, das du je besucht hast? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.